lass ihn noch eins machen, Top 8 bis und dann nochmal eins und dann kommt Kakapuso und jetzt mitten im Top 8 nochmal eins. Haben die bei den auch gemacht? Also wenn du willst, komm her. Ja, ich will das zusammen. Nee, nicht mal er. Dass er mal mit mir noch öffentlich zwei Matches. Kannst du noch zwei Matches mit ihm machen und dann tauscht du mit mir. Also jetzt lass hier um das, was du bekommst. Ja, und dann machen wir das so. Warte. Jetzt machen wir die danach. Okay. Hier, hier. Okay. So, ja, das ist ein bisschen blöd, weil es davor ist. Aber whatever, gut. Beak stark mit einer Combo angefangen. Yes. Hive da gleich mit dem Dark Rap gekontert, um die Prozente wieder zurückzuholen. Start noch auf Smash mit Tat. Du meinst auch schon, die spielen ein bisschen öfter gegeneinander, glaube ich. Nee, das echt. Also, ich habe es noch nicht erlebt, aber Dark hat sehr gerne gegen meinen Kollegen Kasper gespielt. Okay. Da waren schon einige Sachen dabei, wo die Bullen schon rufen mussten. Ja, gut. Das war sehr unschön. Shoto ist da natürlich aber eine ganz andere Geschichte. Jetzt kennen, vor allem seit den letzten Buffs, hat man auch gerade schon gesehen, Down Smash und Tatsu. Ja, es ist sehr gefährlich. Ist scary, ja. Beak gibt dir da keine Chance gefühlt, aber jetzt holt er, kommt er wieder rein. Generell muss Dark Rap voll und ist noch nicht draußen. Ganz halt nicht reichen. Aber er kam nicht wieder zurück. Und das ist halt genau das, was Dark Rap machen möchte. Er möchte halt eben diese starken Approaches von Beak so gut es geht vermeiden, weil Robin halt, naja, wenig Speed, aber viel Power. Stimmt, auf jeden Fall. Das macht Beak auch Probleme. Gerade am der Ledge probiert er jetzt irgendwie wieder reinzukommen. Oh, er hat es geschafft, sehr schön. Da hätte er Shiyuken kommen müssen. Hätte auch definitiv gekillt, aber bisher Beak, er ist ihn auch durch. Ich davon beeinflussen. Allerdings die Chance, die Dark jetzt gerade auch kriegt. Oh. Schöner Parry. Oh, das Buch, das Buch. Ah. 90 Prozent auch schon. Dark davon. Absolut gnadenlos hier. So einen guten Job, da erstmal die ganzen Prozent überhaupt zu wecken. Und aber ja. Oh, da ist der zweite. Zwirklop hat sein Geld auf Beak gesetzt. Sichtlich enttäuscht gerade, tut mir leid, Zwirklop, aber er kann es auch holen. Ich meine, noch ist nicht vorbei, wie du schon meinst. Also, erstes Game. Es ist Ultimate. Erstes Game noch. Noch hat Beak genug Chance. Ja, schöner Rage, schönes Match-Trapping. Dabei. Roundhouse und ja, zwei Stops noch aufzuholen. Wir haben Beak aber schon öfter in diesem Szenario gesehen. Mal schauen, ob er diesmal die Konsistenz hier noch beibehält. Ja, das schauen wir mal. Das ist natürlich auch immer eine sehr große Mindsache. Oh, bisschen Zellogang, aber er schafft es noch zurück. Den passt sogar nicht connected, ne? Schöner Push nach von Dark. Aha. Okay. Ist auf den Break gegangen. Ja. Könnte aber auch ein sehr harter Punish geworden werden. Und für Beak dann auch an der Stelle. Mhm. Oh, Ledge Trapping. Kein Ledge Trapping. Man kennt's. Schön. Oh, das war ewig. Das war echt ewig. Ja, genau. Blitzball ist wieder ready. Falsche Richtung. Oh, ah. Oh, nee. Schöner Wait, aber. Mhm, das stimmt wirklich. Schon bei Greta war noch überleben. Nevin Sword noch on deck. Ja, Smashville schön ausgenutzt an der Stelle. Reicht ganz knapp. Da man dann noch drin schaffst, durch einen Fastball dem Adonken noch auszuweichen. Oh, okay, hier hat er Beckett. Auch ebenfalls nicht ganz zeichnen. Und Beak bisher kämpft ein bisschen mit Stock. Bestimmt wirklich. Braucht gerade eine Möglichkeit, da müsste er draußen sein. Aber da gibt sie ihm nicht. Dark bleibt schön in der Distanz, wo Kenny ihm nichts anhaben kann. Aber ja, jetzt hier, runter ist er! Wo wir schon bei den Möglichkeiten waren. Genau. 153, Max Rage und ist scary. Das ist wirklich scary. Okay, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Okay, solides Game von beiden Spielern, aber auch sehr stark von Dark am Anfang. Dark so möchte man anfangen. So möchte man wirklich so möchte man gegen einen Favoriten anfangen. Oh, vielleicht gut, du sagst das ganze Ding doch. Das wäre natürlich sehr... Hey, who knows? Das wäre auf jeden Fall ein Upset. Also, Sabaka hat das Upset ja schon geschafft gegen die Winners. Bestimmt und auf jeden Fall. Dark könnte vielleicht auch jetzt der Nächste sein. Mit Robin. Man muss sagen, ich fand es aber sehr interessant, wie Beak dann auf Ryo gewechselt ist und dann tatsächlich nochmal Sabaka richtig Druck machen konnte. Das ist halt das Ding jetzt. So Ryo und Ken vor allem nach dem Patch. Beide ja, also Ryo kann den Downswitch halt wesentlich besser abusen als Ken, weil er einfach die Möglichkeiten dafür hat. Ja. Ken ist dann ein bisschen begrenzt. Genau, Ken ist dann auch so ein bisschen wie vorher, I guess, aber naja. Naja, die Kombos haben sich bei ihm viel verändert vom Design, aber an sich ist er gleich geblieben. Er hat nur ein, zwei coole Tools jetzt bekommen. Beak leider nicht die First Combo, aber den Side Smash raus. Wieder. Ganz anderes Game gerade. Schade, nicht den Smash rausbekommen. Gibt Sabaka aber gerade keine Chance, irgendwas zu machen. Jetzt kriegt sie Sabaka. Wie lang ist die Frage? Dark ist ja struggle etwas mit dem Frage. Oh, der Spike kam nicht durch. Reicht noch. Da, sehr schön durchgerollt. Geht fürs Tatsu. Ja. Schöner Block. Oh, okay. Leider nicht im Range gewesen. Ganz knapp. Er hatte den Call aber. Hier holt sich Dark die Prozente zurück. Schön, dann das er will nicht auf 100 sein. Das will er wirklich nicht. Das sind die Scary-Prozente. Das stimmt wirklich. Dreistellig ist nicht schön.
Oh. Sehr stark gefallen. Hätte auch fast gereicht. Und ist der von Dick an der Stelle dann. Das reicht nicht. Mit dem Buch definitiv nicht. Auf keinen Fall. Das war stylisch. Das hatte was. Wie wunderschöner Anfang, aber da gnadenlos wiedergekommen. Die Stray Hits hier braucht uns. Oh, oh, oh! Okay, shake it off. Er lächelt es aus, ja, er weiß, du kannst es zurückholen. Aber so möchtest du uns doch natürlich nicht verlieren. Mhm, bestimmt. Bug gegen Bugwerfer. Oh boy. Okay, jetzt wieder ein bisschen resetten, ein bisschen runterkommen. Stimmt auf jeden Fall. Geek hat fast das Comeback geholt, aber jetzt... Der zweite Stock, da war ja ein bisschen zu aggressiv dann tatsächlich. Ah, leider nicht auch den Top-Spot wieder bekommen. Oh! Und, hat diesmal einen Jump halt. Mm, das stimmt, diesmal einen Jump halt. Hat's gelernt tatsächlich. Ist gut, dass er immer noch für solche riskanten Sachen gegangen ist. Und jetzt gerade... Tag über ihm und da kann Ken natürlich wunderbar pochen. Das stimmt auf jeden Fall. Er wollte aber gerade eben für den Lightshot Juten gehen in der Luft. Hat es dann aber leider nicht mehr gegeben. Nein! Leider Rare Miss hat den Cancel noch nicht hinbekommen und gerade ein bisschen slippy von Beat. Kennt man so nicht, aber vielleicht catch es wieder zurück. Drei Games muss aber noch gewinnen jetzt. Stimmt wirklich, also. In einem Laufer. Worst Comeback ist jetzt wirklich schwer an der Stelle. Er darf sich jetzt keinen Fehler mehr erlauben, weil er ist schon Loser-Side. Deswegen, so ein Beak, der V-Top abtraut ist, das will er natürlich selber nicht. Das stimmt wirklich. Also es wäre natürlich sweet für Dark, aber gleich platzt er jetzt auf. Beak hier mit dem roten Skin. Ja, der Legacy Ken. Ich bin mit der Stage auch noch. Sie fahren fast. Möchte der Camo den Camouflage-Tag verwenden? Hier, starker Anfang wieder, sehr schöne Prozente wie immer. Hatten wir letztes Match auch. Aber bisher konnte Dark sehr... Oh, Grab. Das dritte Mal den gleichen Fehler an der Stelle gemacht. Schönes Pressure von einem Spieler. Geht dafür ein Wort dazu? Hat da geholfen? Das sind die Trades, auf die er aufpassen muss. Weil das will er sich als Kenner halt echt nicht erlauben. Weil wenn Robin einen Hit trifft, tut es aber auch echt weh. Vor allem mit dem Level Sword. Aber es ist jetzt weg. Beak hat jetzt ein paar Hits, die nicht so sehr wehtun werden. Schöner Air Dodge an der Stelle. Und die Sachen erlauben uns. Oh, gutes DI. Sehr schönes DI. Und danach sofort in den Dodge gegangen, weil er wusste, dass er kommt. Alles, wir kann dann nicht mit seinem Fokus durch. Nur für einen Hit. Selbst die Smash Crowd ist wie. Oh! Zeigt immer noch ein wunderschönes DI von da. Stimmt wirklich, sehr schönes DI. Oh, okay. Ja, das sah jetzt interessant aus. Kann man. Sah sehr schwer aus auf jeden Fall. Beak darf nicht an die Ledge gehen. Er hat mittlerweile gelernt, gerade, dass wenn er an die Ledge geht, da ganz einfach ihn Dark Grab. Er hat sich auch ein bisschen zum Platz gegeben. Da muss auch sein Ledge-Tapping aber auch wirklich achten gerade. Ja, Darkus, er braucht kein Level Sword, um Prozente zu kriegen anscheinend. Oh, und da ist er. Der sweet Multi-Hit-Shot-View. Und der ballert aber auch immer wieder, wenn man ihn sieht. Der ballert wirklich. Ich hatte gerade den Kutschen, dass es ein Shield-Break war, wegen der Animation. Aber Darkus, er macht es ihm so schwer, an ihn überhaupt ranzukommen. Bestimmt auf jeden Fall. Da hat hier gerade ganz klar schon wieder den Vorteil sich geholt. Dieses Mal der Down Smash zum Glück nicht connected für Beak. Also wir haben vielleicht Tournament Stock aus dem Nichts schon. So ein schnelles Game bisher und Beak möchte nicht, dass es so zu Ende geht. Das stimmt wirklich. Er möchte in diese Top 8 kommen. Er will zeigen, ich bin nicht umsonst in den 10 Besten von Deutschland. Oh ja, das kommt auch dazu. Also es wäre auch noch ein PR-Win für den Dark. Das stimmt wirklich. Und den möchte er auch haben, wenn er schon die Chance hat. Wenn er schon so in so einem guten Spot ist, dann holt er sich auch hin. Der holt ihn sich. Und so stark von Dark. Das tut so weh, dass ich das. So slippery von Beak. Natürlich haben wir bessere Matches von Beak gesehen, aber ändert nichts daran, dass es halt eben ein Win für Dark ist. Stimmt. Und dann auch noch 3-0. 3-0, Mann. So schmerzhaft wie es geht. Jedes das Mal ist wirklich extrem schmerzhaft gegen einer der Top 10 Leute Deutschland.